Heute seht ihr die besten Momente in Minecraft. Wenn ihr nicht diese lustigen Momente verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Oh, ho, ho, sind wir, Kasper? Mitten auf einem Floß. Raft. Was? Und weißt du, was das Problem ist? Dass ich nicht schwimmen kann. Ich kann auch nicht, naja, ich kann auch nicht wirklich so richtig schwimmen, aber eigentlich müssen wir hier schwimmen. Ich guck das mal an, wie das da unten aussieht, die Welt. Oh, Alter. Oh Gott. Warte, können wir nicht mal nach unten? Du musst mir schon beibringen. Geh bloß, hier geht's Wasser, das ist... Wir brauchen irgendwie eine bessere Sicht oder sowas. Warte mal, hier ist doch eine Kiste. Ja. Oh. Eine Kettenhaube. Was und ist denn Angeln. Da noch drin? Alter, guck mal die Ketten. Warte mal, die zieh ich mir mal an, die Ketten. Und Bananen haben wir auch, ne? Was zu essen. Warte, sehr gut. Hab ich's auch angezogen. Kann man jetzt unten... Oh mein Gott. Was denn? Gott, wir ich jetzt besser die... schwimmen? Nee, nicht wirklich. Hilfe. Ja, man sieht ja immer noch voll wenig. Man sieht voll wenig. Was soll das denn? Ja, ja, ich dachte, das ist voll das gute Ding jetzt. Aber ich glaube, damit das können wir... Ich auch. Ich bin hier gefühlt schon am Meeresboden. Okay, pass auf. Wir haben ja zum Glück eine Angel, ne? Und wir müssen jetzt hier am besten probieren, hier zu überleben. Das heißt, ich werfe schon mal eine Angel raus. Und da kommt jetzt schon... Oh Gott. Nein. Denkst du was? Da wollte gerade schon ein Fisch ran, ne? Ich sag, ich fange einen dickeren Fisch als du. Da kommt was? Nee, niemals, niemals. Und? Da bin ich mir ziemlich sicher. Mal gucken. Oh, verdammt, ich hab so lange gewartet. Musst du genau in dem richtigen Moment, musst du auf jeden Fall jetzt hier mit dem... Oh, kommt da jetzt ein Fisch? Okay. Da kommt der, siehst du? Oh, jetzt! Oh, da kommt er! Ja, da! Und zack! Oh, nein! Ich hab eine Banane... Wie du aussiehst mit den Dingern. Wie du auch aussiehst. Ich hab eine Dingens, wieder eine Banane bekommen, ne? Das heißt, ich hab schon mal lecker, ja. Das heißt, wir wollen ja auch nicht... Oh ja, ich hab ihn! Und was ist das denn? Seetang. Gar nicht! Eichensetzling! Warte mal, den kann man doch setzen. Ist gar kein Seetang. Hallo, warum kommt hier kein Fisch? So, jetzt mal ein bisschen weiter gesetzt jetzt hier, das Ding. Okay. Jetzt kommt der Fisch. Was ist? Hä? Obsidian! Ich hab Erde bekommen. Ja, setz hin, da können wir den Baum draufsetzen. Okay, stimmt, du hast recht. Warte, dann mache ich jetzt hier. Ich mach ein bisschen weiter nach außen. Sehr gut. So. Okay, ja, mach mal. Zack. Okay, dann haben wir schon mal jetzt hier unseren kleinen Baum. Zack. Das heißt, oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, das heißt, wir können unser Fluss auch so ein bisschen erweitern, ne? Das ist ja mega, mega cool, Alter. So, das mache ich hier kurz. Okay, guck mal, hier können wir uns ein Netherportal machen später. Oh, du hast recht. Und dann nachher gegen den Enderdrachen kämpfen, ne? Stell dir vor, wir besiegen einfach Minecraft und nehmen wir auf so einem Raft. Oh mein Gott, das wäre krass. Aber jetzt lass erstmal ein bisschen weiter angeln. Mal gucken, ja, ich warte jetzt schon, dass da gerade ein Fisch kommt, aber ich glaube, ich habe da alle Fische. Noch eine Banane. Hä, und warum kommt hier bei mir jetzt kein Fisch? Ja, da musst du nochmal neu auswerfen. Ab und zu mach ich schon, aber hier will jetzt gerade kein Fisch kommen. Ja, ich sag halt nur, dein Anglerglück hat dich verlassen. Mein Anglerglück ist besser als deins, wie es jemals... Ich sehe nur, was ich hier... Und schon wieder und was. Ich habe wieder Erde bekommen. Oh, und der Baum ist gewachsen. Was ist denn das für ein Baum? Was ist das? Eine Bambus oder was? Warte mal, ich baue das mal ganz kurz ab. Mal gucken, was es ist. Na komm. Was ist das? Bleib die Fische jetzt. Eichenstamm. Oh, ich pack das mal hier rein. Hier ist auch sogar ein Raft-Guide-Buch, ne? Das heißt, wir können mal kurz gucken. Oh, dann nimm das mal. Nimm das Buch und guck mal, das ist dein Guide. Also müssen wir auf jeden Fall unsere Angel nutzen und dann Loot Crates anscheinend vom Collect and Break Open a Loot Crate from the Ocean. Aha. Und dann haben wir noch so Trading-Sachen. Also schon auf jeden Fall ganz, ganz coole Sachen da drin, muss ich sagen. Ne? Also die sind leider alle auf Englisch, deswegen so. Ja, okay. Ich fange jetzt erstmal hier nochmal einen dicken Fisch und jetzt! Hast du was schon gefangen? Zu früh. Zu früh gezogen. Nein. Die Sonne geht gleich. Gleich ist die erste Nacht auf unserem Raft, ne? Oh nein, das wäre jetzt echt ein bisschen blöd. Oh Gott. Vielleicht sollten wir uns mal. Vielleicht angel dir mal schnell ein Bett oder so. Das wäre gut. So, ich gucke jetzt mal gerade, komm schon. Ich brauche jetzt hier mal wieder ein paar Fische. Beiß doch mal an da. Bei mir beißt gerade kein... Da beißt doch, nichts. Jetzt. Ey, was machst du denn? Hol ein! Ja, toll, danke. Ja, Mann, ich war... Ey, Manno. Hör auf! Okay, ich kannst du gleich schwimmen. Hallo, auf jetzt. Ich habe Bock, irgendwie auf so Tour zu gehen irgendwie unter Wasser, weil es wird jetzt eh dunkel, ne? Können wir oben eh nicht so viel sehen. Meinst du... Also, ich habe da hinten so einen riesigen Tempel gesehen unter Wasser. Das muss von den Ägyptern sein. Und... Ich habe jetzt Kies. Ich packe jetzt alles hier rein, ne? Und ich habe einen Eichensetzling. Die Sonne, guck auf die Sonne. Oh Gott. Oh nein. Das ist jetzt gleich gar nicht gut, Kaspar. Wir brauchen jetzt hier... Lass mal gucken, dass wir ein Lagerfeuer bekommen. Oh, das wäre gut. Wie kriegt man das? Ich glaube, das müssen wir durch dieses Eichenholz machen. Das heißt, ich glaube, hier aus diesem Ding... Haben wir überhaupt eine Crafting-Box? Das kann man jetzt, glaube ich, dadurch machen. Das heißt, ich mache jetzt hier... Oh, was habe ich? Oh, Name-Tag. Was bringt das denn? Zack, ich mache jetzt dadurch eine Werkbank. So, Werkbank ist gemacht. Oh Gott, die Sonne. Die Sonne geht immer weiter unter. Nein. Das war's mit dir gleich. Vielleicht ist sie am Horizont verschwunden. Und die kalte Nacht bricht an mitlaufen. Los. Ganz, ganz kalt. Ich glaube, wir können jetzt leider umgehen. Unten ist auch belichtet, ne? Oh Gott, zeig mal. Oh mein Gott, das sieht... Oh. Hä? Das sind Blubberblasen hier unten. Weißt du was? Lass mal unten gehen. Was ist da? Ich tauche gerade. Blasenfolgen. Den Blasenfolgen. Hey Leute, in den Blasen
kriegen wir Luft. Ich weiß, das sind die Magma. Aua! Okay. Aua! Warte, denk dran, du kannst schwimmen, ne? Warte, durch die Magma-Dinger wieder schwimmen, ja, um Luftblasen sich zu gönnen. Ja, sehr gut, sehr gut. Hier, okay, lass mal gucken, ob hier irgendwas. Da ist was, was ist das hier? Was ist da? Was meinst du? Das geht hier unten? Ich habe gerade irgendwas abgebaut. Irgendwas war das jetzt hier gerade, ne? So Seegras hier? Hier noch was war da? Jetzt hier schön. Warte, ich stand bei ein paar Luftblasen wieder. Oh mein Gott, was ist das denn? Hier sind auf dem Boden müssen irgendwelche Sachen sein. Das sind Gurken! Gurken? Oder eine Seegurke! Oh Gott! Ich, Seegurken? Luft! 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 Schnell, hole Luft, hole Luft, hole Luft! Oh mein Gott, ich bin halt tot, ich krieg keine Luft! Ja, ja, schnaff's dir schnell! Au! Ich bin, nach oben. Ja, ich auch. Aua! Was ist nicht so leicht, da oben zu kommen. Ich merk's grad schon. Das Ei! Nein! Was denn? Ich höre einen Delfin! Ich höre einen Delfin! Nee, es ist ein Delfin. Ach, alles gut. Falscher Alarm. Okay, ich würde sagen, lass mal schlafen gehen, ne? Lass mal. Ich leg mich jetzt hier auf. Lass mal pennen gehen. Lass auf, warte, warte. Ich leg mich jetzt hier erstmal auf den Boden. So. Oh, okay, mach mal. Oh, okay. Bis morgen, Kasper. Bis morgen. Schweitertag. Oh, guten Morgen. Ich hab mit meiner Taucherbrille aussehen geschlafen. Ich auch. Und ich habe auch mega Hunger, aber ich merke gerade, die Gurken kann man gar nicht essen. Wie, die kann man nicht essen? Aber warte, du denk dran, ne? Du kannst immer gucken in der Crafting Match, was dir die Sachen wiederverwerten können, ne? Ja. Oh nein. Weil wir können auch so. Regen. Oh Gott, schütz dich vor dem Regen, Kasper. Jetzt aber angeln, aber warte, bei Regen kann man doch angeblich kann man gut angeln. Richtig gut angeln, du hast recht. Aber es ist auch schwerer, denn die Fische zu sehen, wegen den Regentropfen. Ja, ja, safe, safe. Ich hoffe, dass man die Tropfen... Oh, yippie! Was ist das denn? Wieso, was Sand! Das? Wie Sand? Sand! Okay, warte, kommt einer. Ja! Ey, ich hab zu früh gemacht. Ich hab voll Pech beim Angeln. Oh, bei mir kommt wieder einer. Oh, oh mein Gott! Was war das gerade? Nochmal Sand, das wird ja ein Unwetter, Blitze! Oh mein Gott! Wir müssen ein Dach bauen, wir müssen irgendwas bauen, einen Bunker oder so. Ja, ich bin jetzt gerade. Ich baue was, Das ist nicht so schlau, ne? Nee, komm, bau mal. Kannst du ein Dach bauen hierfür? So, hier. Was hast du? Hast du Sand? Warum brauchst du Sand? Ja, so einen kleinen Unterstand, habe ich geangelt. So einen kleinen Unterstand. Okay, warte. Ich krieg nichts geangelt irgendwie, keine Ahnung. Ah, lass mich mal machen. Aber hier lag noch ein Dach rüber. Hier vorne ist, was ist das? Die ganzen Blitze schlagen hier die ganze Zeit ein. Wir sind das Höchste auf dem Wasser gerade. Warte mal, was kann man mit Seetang machen? Oh, Spinnweben. Wie, hä? Lol. Das heißt, wir können eine neue Angel machen, wenn unsere kaputt geht. Ich angel jetzt neben dir. Hau auf da, hau mal ab da. Nein, pass auf, ich sag dir nicht. Bei mir beißt zuerst einer an. Nein, bei mir. Oh Gott, hörst du auch die Blitze die ganze Zeit die hier einschlagen? Ich sehe sie aber nicht. Da ist noch ein Delfin. Hey, Bummer, ja, denkst du, wir können zu dem Delfin hingehen? Wir können auf jeden Fall mit dir. Ich glaube, die zeigen uns immer irgendwas, in welche Richtung die schwimmen. Ich erinnere das. Das ja, war's. Ja. Oh, jetzt? Ja, jetzt habe ich auch mal. Ich habe zwei Eisenerz bekommen. Oh, wichtig. Das ist echt gut. Damit können wir nachher. Warte mal, ist das. Es ist gerade so das übelste Angelwetter. Hau raus. Ich habe die ganze Zeit einen Fisch dran. Hast du die ganze Zeit gute Sachen dran? Na, Granit habe ich jetzt hier bekommen. Was kriege ich jetzt? Warte, ich gucke jetzt auch jetzt. Oh, hier. Ein Trank, eine Potion. Was? Trank der Wasseratmung. Lol. Wasseratmung? Wie jetzt? 3 Minuten kann ich damit unter Wasser atmen. Oh mein Gott, ich brauche auch so einen. Dann können wir nämlich komplett gleich mal die Unterwasserwelt beobachten, ne? Weil ich hab da schon so ein paar Sachen gesehen. Da brauchen wir halt nur eine bessere Sicht dann. Warte ich zu lange oder was mache ich? Ich weiß, bei mir ist ab und zu geht der auch einfach ab, obwohl der unten ist. Aber da sind auch so alle. Oh. Jetzt! Oh Banane. Ja! Okay. Eine Banane. Aber noch habe ich das gar nicht gebraucht, unser Essen, ne? Du schon? Nee, doch, ne? Ich habe schon 2 Bananen essen müssen. Ich habe schon mega Hunger. Oh, da kommt wieder ein Fisch, Bam! Nein, ich habe weggemacht, als gerade der Fisch kam. Mann! Pass auf, warte mal. Ich mache hier vorne mal ganz kurz nochmal einen zweiten Baum hin. Ja, mach mal. So, zack. Oh, da hier ganz hinten, da muss jetzt was Dickes drankommen. Komm. So, und dann Setzling. Ich gehe jetzt mal ganz kurz unter Wasser. Ja. Okay, und da, also was genau wollen wir jetzt hier machen? Was war das gerade? Wieso? Was war das? War das gerade ein Delfin? Da ist ein Delfin. So, wo ist der? Vielleicht können wir den füttern mit der Gurke. Mit der Gurke. Ich glaube, ich gehe doch noch ein bisschen angeln jetzt hier. Warte mal, hier sind kleine Fische. Kann man die. Oh, hier mal ganz viele Gurken ab gerade. Man kann die auch hauen. Oh mein Gott, ich habe hier so viele Gurken gerade abgebaut. Warte mal, haben wir Holz hier irgendwo? Ja, wir haben hier Holz. Der Baum ist schon wieder gewachsen. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier, glaube ich, ein Holzschwert machen. Wie viele Gurken da hochkommen, guck mal. Ja, ich sehe es gerade. Richtige Gurken-Invasion jetzt hier, ne? Ja, aber richtig. Pass auf, ich mache jetzt mal hier so ein paar. Ein Stick? Ein paar Sticks mache ich mir jetzt auf jeden Fall. Nein, der Stick ist abgehauen. Der kam gerade aus dem Baum raus und ist ins Wasser gefallen. So, warte mal, ich kann jetzt. Ich mache mir jetzt ein Holzschwert einmal ganz kurz. So. Aber mit der Gurke, was machen die überhaupt? Da können wir gar nichts mitmachen. Guck mal, wir können hier noch richtig coole Sachen noch machen, ne? Bognertisch und sowas, Kartentisch. Was steht denn im Buch, was man noch machen kann? Soll ich mal reingucken? Ja, guck mal rein, lies mal durch. Oh mein Gott, die ganzen Seegurken.
Ah, okay, warte mal. Das ist Seetang, nicht Seegurken. Das sind alles Seetang hier. Seetang, ach so. So, schön alles einsammeln. Ey, das ist halt okay, echt. Okay, warte mal, wir sollen hier angeblich uns selbst einen Crusher bauen können. Wir müssen mal einen Trading-Stand muss man dafür haben. Und dann finden wir den hier? Ich weiß auch nicht. Warte mal. Nochmal ganz langsam hier. Erstmal sollen wir Erde platzieren, um da sozusagen Sachen wachsen zu lassen. Haben wir. Okay. Haben dann sollen wir Gravel nehmen, also diesen, was ist das nochmal? Diesen, Kies? Kies? Ich hab Kies, Um Feuerstein zu bekommen. Oh, okay. Weil daraus bekommen wir nämlich keinen Feuerstein, sondern seltene Materialien. Nein. Ja, aus dem Kies. Okay, warte, dann, pass auf, wir haben ja noch hier einen Kies, ne? Genau, immer wieder platzieren und abbauen. Immer wieder platzieren und abbauen. Ja, dann okay, was dann machen wir jetzt so, pass auf, ich mache noch einmal ganz bisschen noch eine Schaufel, damit es ein bisschen schneller geht. Ja. So, okay, ich habe jetzt hier, pass auf, ich platziere jetzt immer ein bisschen Kies und schön. Okay. Und bau ab. Schön abbauen. Und? Okay, warte mal. Kies. Ist das da drin? Abbauen. Ja. Ey, jetzt hast du den eingesammelt. Ja, ich hab ja sowieso. Okay, warte mal hier. So. Abbauen. Ich krieg da nur Kies raus, du auch? Ich krieg auch da nur Kies raus. Warte mal, da aber die seltene. Da! Ich hab gerade was bekommen. Feuerstein habe ich bekommen. Ah, okay. Okay. Feuerstein okay, aber das hätte ich auch gedacht, dass man da sowas rausbekommt. Hier. Ja. So, okay. Aber ein Feuerstein ist gar nicht schlecht, damit können wir aus dem Eisen, können wir dann sozusagen Feuerzeug machen, ne? Ja, da hast du recht, da können wir echt sowas jetzt krass draus machen. Abbauen, so. So, zack, und Holzschaufel. Oh, okay. Oh, was war das denn? Nochmal Feuerstein. Ach, nochmal ein Feuerstein. Anja, hast du jetzt eingesammelt gerade. Ich habe auch so, ich habe noch einen Eichensetzling. Oh, sehr gut, immer wieder raus damit. Ich mach den Baum ganz kurz mal hier ab. So, Baum abmachen, Mission. Sehr schön. Oben, ich helfe mal ein bisschen mit hier. So, okay. Die Gurken, hier, kannst Gurken haben. Ja, danke. So, kein Problem, Die ganzen Seegurken hier. Oh, so, okay, oh, die Sonne geht schon unter. Oh nein, schon das wieder und ein erneuter Tag auf dem Floß. Ich weiß, ein erneuter Tag auf dem Floß. Komm schon, warte mal, komm, Angel. Ja. Fisch, oh Gott, der Stick, der Fisch. Oh. Hast du bekommen? Oh, Kies nur. Ich will auch so eine Potion haben, weil dann können wir mal unten komplett das Wasser. Ja, das wäre krass, Komm schon, geh ran da los. Hä, ich hab einfach einen Erdblock, einen Grasblock gerade bekommen. Hä, lol, einfach so. Also angelt hier echt die verrücktesten Dinge, muss ich sagen, ne? So, komm schon, bitte. Umschwimmt. Jetzt hier, kommt da noch was Krasses. Nachteilen gibt es die besten. Stimmt, und die größten Fische. Ey, bei dir kommen nicht viel öfter. Ey, gar nicht. Das ist auch Glück. Ich ändere die ganze Zeit auf die Position bei mir und schmeiß mal rechts, links. Ja, ich habe ja auch eine gute. Aber ich glaube, hier sind wenige Fische. Ich muss hier machen. Boah, ich erkenne das gar nicht. Ich werde schon ganz müde. Ich werde auch gerade irgendwie ein bisschen müde. Lass uns lieber mal schlafen gehen, ey, und morgen weiter angeln. Okay. Lass uns schlafen gehen. Gute Nacht. Dritter Tag. Oh, okay. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Ey, diese Taucherbrille, ne? Ich nehme auf jeden Fall echt gar nicht mehr ab. Ey, ich hab die heute Nacht abgenommen. Das war mir zu nervig da. Ehrlich? Ich hab die immer noch auf meinem Kopf. Okay, das Ding ist, komm schon, jetzt zieh mal schön ein bisschen angeln. Oh, komm schon. Also mit dem Trank, ich bin ein bisschen gelockt damit jetzt einfach mal zu so einem, da hinten sehe ich halt so einen riesigen Palast. Siehst du den auch, so einen riesigen Tempel? Ich hab Kohle bekommen, 4 Steinkohle. Ich würde, glaube ich, einfach mit dem Trank da mal hinschwimmen. Ich komm einfach hinter dich, okay? Aber du kannst doch nicht lange die Luft anhalten. Wir müssen eigentlich zuerst für dich einen Trank auch noch besorgen. Lass mal kurz angeln. Und ich habe jetzt auch den Trank bekommen. Guck mal, Trank der Wasser. Oh mein Gott, stimmt. Gerade bei meiner letzten. Sehr gut. Ich glaube, du magst jetzt die Angel raus. Komm schon bitte einmal mit noch. Komm, ich würde sagen, wir lassen uns die trinken, oder? Komm mal her. Oh, okay. Ja. Richtig noch. Ich mache jetzt kurz alle Sachen rein. Okay, pass auf. Wichtig, dass wir nochmal drauf gehen. So, Lass uns hinschwimmen da hinten zu diesem Riesentempel. Erstmal über Wasser. Und dann tauchen wir runter und gucken, was uns da erwarten wird. Wir können halt echt so von oben gucken, ne? Also solange jetzt hier gleich nicht irgendwie ein Hai oder sowas kommt. Ich hoffe nicht, dass es gleich Nacht wird. Nee, alles gut. Okay, nee, Nacht ist auch. Da ist die Sonne. Okay, alles gut. Ey, der Tempel sieht schon irgendwie krass aus, ne? Denkst du, wir können da irgendwo reingehen? Du kannst ja da gefühlt drauf laufen auf dem Wasser. Du bist ja voll schnell. Ich bin Profi, ich bin Profi. Alter. Okay, bist du bereit? Ich würde sagen, man kann oben rein. Ich bin bereit. Okay. Kann man oben rein? Ich sehe das gar nicht. Wollen wir? Ja, man kann oben in die Spitze. Trinken oder was? Okay, 3, 2, 1, go. Und los! Ich habe aber bei der Spitze nichts gesehen, muss ich sagen. Oh, hier unten. Und hier soll man rein. Das ist kein Eingang. Aber ich wollte schon sagen, was hast du denn da schon gesehen gerade? Warte mal. Hallo? Oh Gott, ich höre die Delfine. Hier ist ein Eingang, hier unten. Hier an der Seite. Oh mein Gott, hier sind die Delfine. Ich sehe dich nicht. Ich bin unten jetzt. Wo bist du denn? Ich bin jetzt hier gerade in der Dingens. Unten ist ein Eingang. Hey, ich schwimme gerade einmal gerade komplett rum, aber ich sehe keinen Eingang. Du wirst es gleich finden. Ich bin jetzt hier gerade schon drin. Das ist so ein riesen Labyrinth. Ich habe nur 3 Minuten Zeit. Hier. Guck mal, ob ich jetzt hier... Oh mein Gott. Krasses entdeckt. Ja, die sind hier überall. Okay, wie kommt was? Wir haben nicht lange Zeit. Lass uns mal ein bisschen rumgucken. Ich suche jetzt hier gerade, aber was irgendwie. Was ist das denn? Ich finde jetzt gerade nichts, ne? Ich glaube, man kann diese weißen Sterne abbauen und dann kriegt man sozusagen Licht daraus aus diesen Teilen. Aus den Sternen? Oh nee, die gehen einfach nur kaputt. Diese weißen Teile. Das ist so groß, ne?
Oh, was denn das hier, Alter? Oh mein Gott, hier ist so ein, oh mein Gott, hier ist so ein Meerjungfrau-Mann-Villager. Was? Ich kann mit dem anscheinend so Sachen traden und sowas, ein Zauberbuch und Papier und so. Alter, was? Okay, das ist auf jeden Fall echt richtig crazy. Hier sind so krasse Sachen auf einmal. Aber hier sind noch so, bist du hier gerade? Wow! Was ist los? Nein, das darf auf jeden Fall nicht angreifen. Was ist los? Nein, hab ich hier... Wo bist du? Ich muss hier weg. Wo bist du denn? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz böses Tier. Hier, zeig mir die Delfine, wo ich lang muss. Oh, was ist noch hier, Leute? Hier oder was? Das ist hier. Ah, noch ein Ding. Da sind drei Stück von. Au. Was ist denn das? Ey, die wollen mich holen, Kasper, bitte. Ich komm zu dir. Wo bist du? Ich such dich doch. Ich such dich. Die umzingeln mich. Ich find dich nicht. Ich probiere auch. Nein, 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 nein. Alter, da sind ganz, ganz böse Tiere hier. Ganz, ganz böse Ding. Hier ist noch der Villager. Derselbe. Hä, warte mal. Hier ist irgend so ein Tier, das saugt mich an. Meinst du das? Nein, geh wieder weg. Geh weg davon. Das saugt mich an. Geh weg davon, Vampir. Ich weiß, geh weg. Au, die hauen mich. Wenn du, ich sag dir, wenn du drauf gehst, ist kaputt, vorbei, kaputt. Ne? Du darfst nicht drauf gehen. Deswegen, ich gehe jetzt hier wieder raus. Ich muss jetzt den Ausgang finden. Okay, okay. Bitte, okay, Ausgang. Hier. Aber hier muss es noch was Krasseres geben, ey. Wir haben safe irgendwas Krasses übersehen. Ja, ja. Ich muss ab hier, ihr blöden Fische. Oh Gott, wo ist jetzt hier der Ausgang, Leute? Ist hier der Ausgang? Nein. Raus. Ich habe hier direkt einen Ausgang gefunden. Easy. Nein, wie hast du denn den Bildschirm gefunden? Hier keiner. Oh mein Gott, hier ist auch Schwamm. Ich glaube, ich kann nicht raus. Oh mein Gott, mein Zeug ist vorbei. Nein. Nein. Mein Tag ist vorbei. Oh nein. Wir müssen hier raus, Kasper. Wo bist du? Ich probiere gerade rauszugehen. Hier ist Schwamm, hier ist Schwamm. Oder? Raus. Ich war auch gerade bei Schwamm. Ich schaff's nicht. Kasper, der Delfin. Wo bist du? Nein, hier raus. Wo bist du? Die Schwelle. Die Schwelle, Kasper. Wo bist du? Zwei Herzen. Eins. Nein, willst du nicht? Wir sind hier offen. Nein. Kaspar, yo! Was soll die denn los auf eine Runde Hide and Seek? Oh mein Gott, ich werde dich doch sofort finden, ey, sag mal. Da muss ich direkt los, feindeswegen, ja, ne? Ja, tut mir leid. Guck mal, da vorne, okay. Ey, gibt es auf jeden Fall richtig krasse Stecke in dem Dorf, ne? Oh, ich würde sagen, ich habe nämlich eine Idee. Du kannst schon mal ein bisschen rumgucken, so nach Verstecken suchen und ich werde mich dann gleich hier verstecken. Und ich wette mit dir, dass du mich niemals finden wirst. Und wenn natürlich werde ich dich finden. Nein, niemals. Pass auf, ich sag's so. Na, logisch. Ich bin mir so sicher, dass du mich nicht fünfmal finden kannst, dass wenn du mich fünfmal findest, du kriegst mein Haus. Habe ich gebaut gerade. Okay, du setzt dein Haus ein, dann kriegst du meine Kiste Diamanten, wenn ich dich nicht finde. Fairer Deal. Deswegen gehen wir schon mal in die Stadt, Kaspar. Mach ich. Ich gucke hier mal ein bisschen rum. Ich gehe mal nach Hause, Leute. Okay, Leute, jetzt hört er mich nicht. Und zwar habe ich mir ein Menü geholt, wo ich mich so in verschiedene Models morphen kann, Leute. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal ganz kurz ein Schwein. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Stadt rein, Leute. Und gucken, ob wir hier irgendwie uns neben so ein Tier am besten stellen können. Ah, ich bin schon versteckt, Kaspar. Du bist schon versteckt? Ich bin schon versteckt, ja. Wie schnell hast du dich denn jetzt versteckt? Ja, kannst mal sehen, kannst mal sehen. Warte mal, ich müsste doch safe deinen Namen irgendwo sehen. Bist du nee, hier meinen irgendwo? Namen siehst du nicht. Meinen Namen habe ich ausgestellt, den wirst du auf jeden Fall nicht sehen. Okay, du bist doch irgendwo gecrouched irgendwo hinter, oder nicht? In irgendeinem von den Häusern. Ja, natürlich bin ich hier. Oder vielleicht bin ich auch einfach irgendwo. Das Ding ist, du darfst auch Fragen stellen, ne? Das sollte mich mal nett, du darfst auch Fragen stellen. Bist du bei dem größten Haus im Dorf? Nein. Nee, da bin ich nicht. Aber ich könnte auch hingehen, wenn ich will. Also so versteckt bin ich, dass ich einfach hingehen könnte. Ja, okay, dann geh doch mal hin, dann sehe ich dich da sofort. Hä, ist doch dann direkt vorbei. Ja, okay. Wenn du mich dann findest, ne? Du musst mich auch finden. Also du sagst, du musst dich ja berühren. Wir machen ja Hide and Seek mit berühren. Das heißt, du musst dich einmal schlagen. Okay. Mann, ey, ich sehe dich halt nicht. Auch dein Name. Ich sehe dich. Du siehst mich jetzt gerade? Melk doch mal die Kuh, Kaspar. Melk doch mal die Kuh. Als wenn du mich hier siehst. Was mache ich gerade? Ey, hör auf, sie zu schlagen. Sie ist ganz wütend jetzt. Wo siehst du mich? Wo bist du? Du bist hier im Brunnen drin, oder? Ja, natürlich bin ich im Brunnen drin, natürlich. Nein, da ist niemand drin. Hä? Tja, warte mal, bist du überhaupt du selbst? Weiß ich nicht. Okay. Du bist ein Gegenstand, ne? Du bist safe. Was bist du? Gegenstand? Bist du hier so ein Erdblock oder sowas? Was bin ich? Bist du hier die Kuh oder der Erdblock oder so? Ja, wer weiß, ne? Keine Ahnung, was ich bin. Du bist hier die Blume oder was? Nein. Wie die Blume? Ja. Der Villager! Du bist hier der Villager vor mir, ich weiß es. Siehst du mich? Ja, hier vor mir, oder nicht? Ganz schön große Augen hast du, Kaspar. Ganz schön große Augen. Oder bist du der? Ich bin am Weinen. Du weinst? Ja, guck doch mal den Villager an, der ist am Weinen. Du siehst dich irgendwo. Wo bist du? Ja, das bin ich. Bist du das Schwein hier? Was? Bist du das Schwein?
Was? Warum soll ich das Schwein sein? Warum soll ich das Schwein sein? Schwein. Ehrlich? Was macht das Schwein denn? Warum? Was macht das Schwein? Es läuft einfach rum. Als ob wir ein Schwein sind. Du bist die Kuh. Oder das Schaf hier oben. Ich wusste es, dass du das Schaf bist. Warte mal. Nee, auch nicht. Bist du das Schwein? Oh. Komm, sei ehrlich. Nein. Bin ich du nicht. Bist das Schwein! Ach nein! Du bist ey, ich wusste nein. es! Okay, okay. Ey, Mann, okay. Alter, schon mal, krasses Versteck. Ey, 1-0 schon mal für dich. Ach Mann, ey. Okay, sehr weißt gut, du was? Weißt gut. du was? Okay, ja, was okay, das war nicht schlecht. Aber ich sag, jetzt wirst du mich auf gar keinen Fall finden, ne? Ich gehe jetzt kurz nach Hause. Bin ich aber gespannt. Und werde mir kurz was überlegen, ja? Ja, mach das, du mach das. Ich gucke, ich kriege das Dorf hier mal ein bisschen weiter ein. Also krieg dir jetzt ruhig ein, das, du wirst sehen. Okay, Leute, oh. Ich geh jetzt mal wieder in die Stadt rein. Ich habe jetzt ganz gut versteckt gerade. Okay, ich würde sagen, ich bin okay. versteckt, Kasper. Ja, du bist versteckt. In Ordnung. Ich bin versteckt, genau. Oh mein Gott, das ist so ein gutes Versteck. Du wirst mich niemals finden. Siehst du mich jetzt gerade? Siehst du mich jetzt gerade? Spring doch mal in den Brunnen rein, wenn du willst. Spring mal in den Brunnen rein. Was? Ja, los, okay. mach doch. Trau dich. Okay, du siehst, wenn du mich siehst, was mache ich gerade? Nichts. Mach ich hier du nicht. Du machst gerade irgendwo, du tanzt gerade oder so. Was machst du gerade? Ja, okay, Toilette? Du siehst mich also nicht gut. Du siehst mich also nicht gut. Ja, okay. Das heißt, ja, du bist ziemlich weit weg. Okay. Ja, ich könnte ziemlich weit weg sein. Hier oben irgendwo? Bist du hier drüben? Bist du ein Lebewesen? Ja, nee, geht ja, so. Was denn jetzt? Wie geht's na, so? Ja geht oder nein? So, geht so. Ja, was ist denn das für eine Antwort? Geht so. Man geht ist ein Lebewesen so. Oder nicht? Nein, 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 nein. Natürlich bin ich ein Lebewesen. Okay, dann nicht. Dann nicht, okay. Hier irgendwo was. Bist du hier? Okay, kein Lebewesen. Das heißt, du bist ein Block, oder? Bist du ein Block? Irgendwas? Nein, ich bin doch kein Block. Ich finde, du solltest dich mal ein bisschen bewegen. Wenn du cool bist, dann springst du jetzt 5-mal hoch. 5-mal hochspringen? Mhm, dann müsste ich das sehen hier irgendwo. Ich bin schon einmal gesprungen. Einmal bin ich schon gesprungen. Was? Niemals? Ja, doch. Einmal bin ich schon gesprungen. Wo bist du denn? Hä? Oh, zweimal bin ich jetzt schon gesprungen. Schon? Ich bin jetzt schon gerade 2-mal gesprungen, Kasper. Siehst du mich jetzt gerade? Siehst du mich jetzt gerade? Ja. Und ich bin 5-mal gesprungen. Jawohl. Was? Okay. Hier oben irgendwo? Wo bist du denn? Ich seh dich. Fall doch runter, Kasper. Fall doch runter. Hier. Bist du in der Nähe von dem Brunnen oder siehst du mich von ganz weit weg gerade? Ich sehe dich jetzt gerade, ich bin in der Nähe vom Brunnen, muss ich sagen. Ich bin auf jeden Fall gut getan. Ich bin auf jeden Fall sehr gut getan. Okay, also du bist ein Gegenstand in der Nähe vom Brunnen. Ja, genau. Ich bin ein Gegenstand in der Nähe vom Brunnen. Bist du in einem dieser Häuser hier? So ähnlich. Hier war eine Geistertür. Wie eine Geistertür? Das war nur ein Villager. Okay, ist nur ein Villager reingegangen. Das wärst du gewesen. Hier irgendwo? Mal hier vorne vielleicht? Nein, ich muss den Mund halten. Wo bist du denn? Hier oben oder was? Oh, ich sehe das so, dass wir so Minecraft-Noobs sind, ne? Hier auf dem Dach? Wo bist du denn? Wo bist du jetzt hin? Bist du hier dieser Ständer oder was? Nein, bin ich nicht. Nein? Okay. Du bist hier... Nee, das ist der Airblock? Nee, auch nicht. Oh mein Gott. Du bist safe hier im Haus drin, oder nicht? Hier der Tisch. Oh mein Gott. Hier der Tisch? Oder hier irgendwie das Fenster oder so? Nee. Da, oh mein Gott! Hey, stehen geblieben! Nein! Oh mein Gott! Alter, ich was hat man oh, ich hatte gerade Angst, dass es aussieht das Fenster. Guck mal, weißt du, was meine Angst gerade war? Ich stand am Fenster, ne? Und ich dachte, du wirst vielleicht so hauen und dann durchhauen und mich dann treffen. Deswegen musste ich wegrennen. Oh nein. Ich dachte, der ist da natürlicherweise gespawnt. Ja, pass auf. Jetzt, ich hab noch was viel krasseres. Jetzt wirst du mich auf gar keinen Fall finden. Okay. Und diesmal. Ich bin mal ganz gespannt, was du da sehen. Alles klar, Freunde. Ich habe jetzt was richtig krasses vorbereitet. Und zwar habe ich unten einen krassen neuen Trank in meiner Mine. Ich hole den mal ganz kurz, Leute. Ihr werdet auf jeden Fall nicht sehen. So, Leute, ich bin jetzt verwandelt. Ich sehe auf jeden Fall gerade noch nichts. Pass auf, okay. So, Leute. Oh, pass auf. Okay. Kasper, ich bin übrigens schon versteckt, ne? Ich bin versteckt, wenn ich du wäre. Okay, ich komm runter. Also du kannst auf jeden Fall dingsen, ne? Du kannst auf jeden Fall schon suchen. Okay. So. Dann guck ich mal genau hin. Oh, Versteck ist auf jeden Fall richtig krass, muss ich sagen, ne? Das ist richtig krass. Heftig. Okay. Das ist unnormal. Ich glaube, ich richtig schnell. Ja? Aber das ist auf jeden Fall unnormal. Hier sind die Türen auf? Hier drinnen vielleicht? Nee, auch nicht. Hast du den Villager hier? Haben Sie was gesehen hier? Hallo? Vielleicht bin ich auch in der Kiste neben dir versteckt, Kasper. Kann natürlich auch sein, ne? Als wenn du mich hier siehst. Das kann natürlich auch sein, wenn ich hier gerade in der Kiste bin. Bist du hier in so einem Stand drin oder so?
Warte mal. Bist du ein Block diesmal? Nee, ich bin diesmal kein Block. Ein Block bin ich kein diesmal Block. Nicht. Nein, Block bin ich diesmal okay, nicht. Okay, das heißt auch keine Blume. Also du bist kein Gegenstand, okay? Gegenstand? Nein. Ich würde nicht sagen, dass okay. Ich ein Gegenstand bin. Hey, hier ist eine Biene. Ehrlich? Ey, die erntet einfach auf dem... Die erntet die Futter hier, guck mal, nimmer. Hä, als ob? Die? Hä, als ob Bienen... Als wenn Bienen sowas essen hier. Hey, jetzt ist sie die Kartoffel. Hey, die hat sie aufgesammelt. Ich sehe dich aber gar nicht. Ich sehe dich aber gar nicht ja, jetzt gerade. Hast du mich gesehen hier vorne? Hier? Du bist ja, da sehe ich dich. Ja, gönn dir doch die Wassermelone, Kaspar. Gönn dir doch die Wassermelone. Wo bist du? Du musst hier... Du bist das Schwein hier hinten, ne? Du bist hier hinten das Schwein. Ich weiß es. Quiek. Au, hör auf mich zu schlagen. Ja, als wenn ich da drauf reinfalle. Du bist ja das Schwein. Ja. Ja, mal gucken. Anscheinend auch nicht. Okay. Hey, Mr. Biene. Ja. Guck mal. Hey, die Biene ist bei dir, oder was? Ja, hier ist gerade so eine Biene. Die guckt mich genau an. Au, ich will mich nicht stechen hier. Ehrlich? Die soll mal abhauen. Au, die sticht mich. Was? Ey, die hat dich gestochen. Oh mein Gott, jetzt verfolgt die mich. Als ob die Biene dich verfolgt. Als ob die dich verfolgt. Ich muss schnell ein Haus. Warte mal, die können doch keine Türen öffnen. Ich geh schnell ein Haus rein irgendwo. Hier, das hier. Oh Gott, hier bin ich sicher. Oh mein Gott, nein! Was ist das für eine Biene? Oh mein Gott, die hat die Tür aufgemacht! Hä, jetzt au! Was ist das für eine Biene? Hau auf! Ich hau die zurück! Oh. Oh. Hey! Was? Hey, du hast die Biene? Nein. Hä, wie hast du das denn gemacht? Ich habe so einen Zaubertrank mir geholt. Als wenn du die Biene warst. Ja. Mann, ey. Ich wollte dich ein bisschen pranken, muss ich sagen. Okay, weißt du was? Jetzt aber pass auf. Jetzt mache ich komplett... Du wirst mich auf gar keinen Fall jetzt finden, Kaspar. Niemals. So wie die anderen drei Male, die ich dich auf gar keinen Fall gefunden habe. Ja, du wirst mich jetzt niemals finden. Du wirst schon sehen. Okay, Leute, diesmal, Alter, was so krasses, Alter. Der wird mich niemals finden. Und zwar... Guck mal. Einfach ein Stein. Gott, kann ich hier durch? Ich bin zu dick. Warte, so jetzt. Jetzt soll ich mich ganz schnell da verstecken, Leute. Ich bin schon versteckt, Kaspar. Ich weiß nicht, wie du versteckt? Aber ich bin versteckt. Ja. Ich bin versteckt. So schnell auf einmal, oder was? Ja. Ich bin so schnell versteckt. Jetzt kannst du mal... Wirst du mal auf jeden Fall sehen, wie schnell ich versteckt sein kann, ne? Okay, ich sag jetzt, du wirst mich niemals finden. Niemals wirst du mich finden, Kaspar. Sagst du? Okay. Ja, auf gar keinen Fall. Wo bist du? Bist du hier einer dieser Villager? Ja, guck mal, wie ich dich angucke. Bau doch mal die orange Wolle ab, wenn du willst. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Bisschen so die Blumen hier, die kleinen Gänseblümchen. Als wenn du hier bist direkt. Platzier den doch. Ey, das Gänseblümchen, was soll das denn? Du bist hier, du bist der Villager hier, ne? Ja, klar. Aua! Oh, dann bist du der hier. Aua! Ey, nicht zu viel hauen, ne? Sonst hast du gleich keine Versuche mehr. Okay. Aber es ist schon ein bisschen doof von dir, dass du gerade die Karotte, jetzt das Karottenfeld kaputt gemacht hast, ne? Okay, also hast du mich eben gesehen, also jetzt gerade siehst du mich nicht. Okay. Hör mal auf, du tanzt, wir sind ja nicht im Tanzduell. Okay, du siehst mich also. Ja, ich sehe dich. Also die Aussicht von dem Haus hier oben, muss ich echt sagen, sieht richtig gut aus, ne? Das sieht richtig da oben, gut aus. Oder was? Ja. Okay, warte mal, ich habe eine Frage. Bist du ein Lebewesen? Ja, ne? Nein. Also, du bist kein Lebewesen. Ich bin kein Lebewesen. Und ich gebe mir auf jeden Fall gleich einen Namen, aber wenn ich den Namen jetzt verraten würde, dann wüsstest du auf jeden Fall, was ich bin. Du hast gesagt, oben beim Haus. Bist du oben beim Haus gerade? Nein. Oh mein Gott, da wolltest du mich veräppeln. Okay, also das heißt, du bist hier unten. Es kann sein, dass du jetzt die Position wieder gewechselt hast, ne? Kann sein, ja. Ich sehe dich jetzt gerade zum Beispiel nicht mehr. Aber nicht mehr. Kannst du die Häuser bitte in Ruhe lassen für den armen Villager? Die haben nichts getan. Ja, ich dachte, du siehst mich nicht mehr. Hä? Das ist ja wohl fake. Also ich gebe dir einen Tipp. Ich bin in der Nähe von Stein. Das ist so mein... Aber hier ist halt viel Stein, ne? Hier ist überall Stein. Hier war ich ja schon mal eben. Hier, also bist du in der Nähe von dieser Kirche hier? Ich bin jetzt gerade mal so in der Kirche. Ja, ich meine... Ja, okay. Zwei Fenster oben, zwei Fenster unten. Bist du hier? Die zweite Etage sieht auch sehr gemütlich aus, wo du gerade bist, Kaspar. Sieht auch sehr gemütlich aus, ne? Aha, okay. Kannst du auch immer das Glas kaputt zu machen? Das ist ganz schön... Als wenn du mich da siehst. Und oben bitte nicht runterspringen, okay? Oben bitte nicht runterspringen. Okay, warte mal. Bist du hier irgendwo? Bist du hier auf diesen schwarzen Blöcken? Wieso bist du so still? Was? Was? Nein. Wieso bist du so still gewesen, als ich da gerade runtergesprungen bin? Warte mal, bist du hier? Hä? Stehen geblieben! Als wenn du der Stein bleibst! Bleib stehen! Nein! Ja! Hey, yo, ich hätte dich niemals dort gefunden! Ey, Mann, Alter! Oh. Aber das weißt du was? Dass ich mich jetzt trotzdem gefunden habe. Ich wusste, dass du beim zweiten Mal. Ich verrate mich selber, ist das Problem. Ich hatte auf, so eine jetzt, Ahnung. Ich hatte jetzt, so eine Kaspar, Ahnung, aber ich wusste es. Es war schwer. Alles oder nichts. Wenn du mich jetzt alles nicht findest, dann kriegst du mein Haus.
wenn ich dich jetzt, wenn ich jetzt ungefunden bleibe, dann krieg ich da die Diamanten. Danke. Okay, ich bin mal gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Okay, Leute, jetzt habe ich so einen krassen Plan. Und zwar, es gibt nämlich so Sachen, was ich gerade eben gesehen habe, Leute. Und zwar nämlich jetzt das hier, Leute. Oh mein Gott, ich bin einfach so eine Hake. Okay, das heißt, ich muss jetzt einmal ganz das Fliegen aktivieren. So, Fliegen ist aktiviert und jetzt kann ich. Okay, ich bin versteckt, Kaspar. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin versteckt. Ja, ich gucke gerade noch rum. Ich habe schon ein bisschen geluschert, ob ich dich irgendwo schon rumgehen sehe, aber anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ja, okay. Check auf jeden Fall alles. Also genau, ich bin versteckt. Check auf jeden Fall alles ab, ne? Auch den Villager mit dem Creeper Cape und mit dem roten Hut und die Kisten mit dem silbernen Schloss und goldenem Schadenbeschloss. Okay, das bist du nicht. Bist du das hier? Nee. Bist du ein Lebewesen? Lebewesen bin ich nicht. Nein, Lebewesen bin ich nicht. Hä, hier in dem Haupt. Hä, die Hake war doch hier eben noch nicht, oder? Den Villager jetzt da angehangen, oder wie? Bist du in dem Haus gerade safe, oder? Nein, bin ich nicht. Bin nicht in einem Haus. Du bist nicht in einem Haus und du bist kein Lebewesen. Nein. Die hier oben. Ja, safe hier oben. Bist du auf dem Berg oben? Ja, ne? Nein, bin ich nicht. Auch nicht? Bin ich nicht. Nein, ich bin nicht auf dem Berg. Du bist auch keiner von diesen drei Villagers. Also, ich sag auf jeden Fall so, du warst auf jeden Fall gerade schon in der Nähe. Du warst gerade schon sehr in der Nähe. Okay, so, dann wieder zurück. Bei den Schloss also, und so, du warst schon, sehr, sehr nah. Hier ist heiß wahrscheinlich, ne? Hier. Also auch bei dem einen Haus eben, war auch schon sehr nah dran, muss ich sagen. Das war gerade schon sehr nah dran. Wo ist denn die Hake? Ist sie jetzt hier reingegangen, oder was? Drin irgendwo? Jetzt kommt der Villager hinter mir her. Hier, hau mal ab hier. Ich sperre dich hier drin ein. Okay, so. Ja, alles gut, Kasper, alles gut. Bist du die Hake? Bist du die Hake irgendwo? Wo bist du denn? Ich bin nicht die Hake, nein, bin ich nicht. Na gut, okay. Hier oben, dann twitter ich mal hier oben. Ja, das macht so viel Spaß. Was? Hä, wo bist du denn? Ich bin hier nirgendwo. Siehst du mich jetzt gerade? Ja, hör mal auf, jetzt hier am Brunnen da rumzulaufen. Ich sehe dich doch jetzt gerade. Hier ist eine Tür aufgegangen. Hier, der Villager. Hau ab hier. Ja, der arme Villager. Also. Oh mein Gott, ich sehe dich! Nein! Oh, stehen geblieben! Nein! Stehen geblieben! Hä? Wo bist du? Wo bist du? Hä, als wenn, wo bist du hin? Ja, ich sag, du wirst dich niemals kriegen. Glaub mir. Du kriegst mich niemals. Hey, was? Ich hab dich da genau gesehen. Ey, Mann, was? Oh mein Gott, da warst du einfach die Hake. Nicht schlecht. Oh, warte, okay, dann komm mit, Sekunde. Okay, weißt du was? Hier. Was denn? Das ist dein Haus jetzt. Ja, hier, ich geb dir deinen Schlüssel. Haus. Das hier. Ist mein neues Haus. Ja. Du musst auch schon den Schlüssel nehmen, ne? Du musst ja, ist ja gut, entspann dich. Jetzt kannst du die Tür noch fahren zu deinem neuen Heim. Ich will den Sieg genießen, das ist hier mein Triumph, ja? Ja, dann mach ruhig die Tür auf, Kaspar. Aufmachen und... Oh Gott, wieder aufgeschlossen. So, zeig mir hier was. Ja, viel Spaß. Hau rein, bis zum nächsten Heidensieg, Kaspar. Danke. Ciao. Ey, was siehst du da, Kaspar? Ich will hier raus und da draußen ist eben jemand langgelaufen. Ehrlich? Oh, ja, nein. Und der hat gesagt, wir sind hier drin eingesperrt. Was ist denn das für ein krasses Gefängnis? Sind wir hier irgendwo... Oh mein Gott, guck mal. Da ist alles schwarz draußen, alles voll dunkel. Ist echt voll dunkel. Warte mal, hier die Tür, die kann man doch bestimmt einfach... Nein, natürlich nicht. Die kann man auch nicht aufmachen, das ist auch alles dunkel. Hä? Warte mal, hier muss man doch irgendwie, kann ich hier durchrufen? Hallo, kommen Sie zurück. Kann der irgendwie nicht uns holen? Hier ist doch irgendwo jemand. Kann man hier dann vielleicht einmal durchgehen oder so? Gute Idee, warte mal. Hier. Nee, okay, aber das geht nicht. Warte mal, in der Kiste? Hier sind doch bestimmt, ist da was drin in der Kiste? Nee. Und im Ofen auch nicht, hä? Wir haben keine Materialien, gar nichts? Wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Wir können locker hier durch. Ah, stimmt. Und nein. Oder kann man tauchen? Tauch runter. Nee, es geht auch nicht. Da kommt man kommt nur mit seiner Hüfte rein oder so, ne? Bro, wie sollen wir hier rauskommen? Hier ist doch irgendwo ein versteckter Knopf. Also du bist sicher, dass hier nichts war, wo man rausgehen konnte? Ich hab hier durchgerufen, aber da ist auch, guck mal, da würde ich gar nicht reinpassen. Oh, warte mal, guck dir mal das Bild an. Wir können theoretisch durchs... Glaubst du, das ist ein Durchgang beim Bild? Drei. Okay, mach. Zwei. Mach. Eins. Oh, ja, los! Was? Ja! Oha! Oh, wir konnten einfach durchs Bild rausgehen, was? Aber auch einfach, das ist doch du da auf dem Bild drauf gewesen. Hä, das bin ich nicht. Okay. Oh, guck mal! Wo sind wir? Oh, Wähle die richtige Tür. Alter, was ist da rechts? Was ist denn da?
Ich will gar nicht rechts gehen. Okay, komm. Hier, goldene Tür. Ich mach die goldene hier auf. Die ist doch safe, die richtige. Okay. Dann gehen wir durch Drei, Gold. 3, 2, 1 und... Oh, was? Nein, da ist nur Lavasee, hä? Ey, mach die Tür wieder auf. Nein, hallo. Du bleibst jetzt... Ah, gut, komm, aufmachen. Ich glaub's ja nicht. Okay, dann... Warte mal. Ja? Dann doch die diamantfarbene Tür hier. Nee, warte mal. Nee, guck dir, da ist doch jemand. Okay, warte mal. Oh Gott! Hast du ihn gesehen? Ja. Oh Gott, was ist das für ein Ding? Hau ihn mal weg, was ist das? Jetzt! Oh Gott! Ist guck mal! Hä? Der ist nett, oder? Oh, pass auf, der will uns irgendwie hauen oder sowas. Was ist mit dem? Was ist das? Oh, da hier ist noch was drin, so Diamantspinnen. Was? Die kann man gar nicht hauen, weil... Der haut oben, pass auf, der ist ganz wild. Hast du ihn? Nee, ne? Nee, oh Gott, das ist aber ganz gefährlich. Okay, lass mal durch den Erdblockweg gehen. Das ist doch niemals der richtige Weg, oder? Oh, doch. Wieso denn nicht gleich so, sag mal? Ganz ist viele, so. Ganz viele, oh Gott, Fledermäuse. Ganz viele Fledermäuse, auch hier in der Ecke guckt uns einer an. Ne? Was wollen die alle? Ey, okay. Was? Was ist denn hier? Hä? Wow, nicht schlecht. Okay, das ist auf jeden Fall, warte mal, können wir hier so ein Obby machen oder sowas? Raum, ja, safe, so ein kleiner Parcours hier. Ist so ein kleiner Parcours. Ja, warte mal, was ist, oh Gott. Hier müssen wir... Warte, ich hab eine Idee. Warte mal, bleib mal da. Und? Ja. Ja! Ach, als ob? Hä? Lol, okay, das ist natürlich mega clever, ne? Okay, gut, so, zu wissen, ja, mach mal. Auch mal hier hoch. So, zack. Mir fällt auch gerade auf, ey, wenn man jetzt runterfällt, dann musst du alles von vorne machen. Ach, du meinst, oha, okay, du hast recht. Du hast recht, okay, das schön mit Anlauf und gar nichts drücken, ne? Und okay, ich hab's auch geschafft. Leute. Sehr schön, ja. Das war nicht schlecht. Wir gehen nach oben. Ich sehe es schon. Okay, hier ist so ein Schleimer und du musst auf den Knopf drücken. Mach mal. Oh mein Gott, du musst alles von vorne machen. Nein. Hey, aber wenn man, okay, warte. Das heißt, ich bin jetzt hier oben drauf. Und dann drücke ich den Knopf und ich fliege nach oben. Warte, das ist eine Kiste. Hä? Das ist eine Kiste oben. Können wir da... Ach, da spielen wir euch nachher hin. Ja, wir müssen nach ganz oben und dann von oben auf den Schleimblock, glaube ich, und dann da rein. Okay. Warte mal, dann mache ich jetzt hier. Oh mein Gott. Okay, komm. Okay, warte. Ich muss aufhören zu bouncen, sonst ist es nachher, glaube ich, verwirrt oder so. Und zack. Oh Gott. Nein, nicht springen. Nein. Was machst du? Bist du runtergefallen? Weil du im Weg warst. Du bist zu früh gesprungen, ich war doch noch gar nicht drauf. Mann, na gut, ich komme. Ich komme und okay. Boom. Warte noch, ne? Ja, ich warte. Okay, jetzt darfst du auch springen, jetzt bin ich auch auf dem nächsten Sprung, drauf. Ja, okay, sehr gut. Passt. Und dann einmal, noch nicht springen. Alles gut. Zack, jetzt aber. Zack und ja. Und zack, auch optimal. Sehr schön. Achtung. Ja, bist du weg? Ich bin weg, auf jeden Fall. Oh ja. Okay, und, sehr schön. Und letzter, kurz aufhören. Und zack, okay. Ja, sehr gut und boom. Ja. Alter, okay, so, jetzt musst du das auch noch schaffen. Oh mein Gott! Hä? Oh mein Gott! Was hast du denn jetzt gerade da gemacht? Ich hatte Angst, bei mir war eine komische Anzeige. Alter, okay. Ich hatte Angst, da rüber zu schrecken. Okay, sehr gut. Dann, ich glaube, hier muss man gerade ausgehen oder so. Und mit Speed und jetzt rauf, ja? Und jetzt? Nein. Hast du es geschafft? Nein, du hast es nicht geschafft. Oh nee, ne? Und der allerletzte. Ja, oh, Alter, das hat so lange gedauert jetzt, ne? Ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Pass auf. Okay, wie geht denn das? Sprinten und Sprung. Wappa! Was? Okay, warte, ich komme auch. Sprinten und Sprung. Ja, sehr gut. Alter, was? Nicht schlecht. Okay. Was haben wir jetzt hier? Essen und eine Rüstung. Was? Ey. Oh, was? Hier. So, hier ich hab dir, glaube ich, mein Brot gegeben. Okay, nein, meins. Soll ich dir lieber schon anziehen, die Rüstung? Ich weiß es noch nicht. Mach lieber nicht. Okay, Brot noch hier ganz kurz. So. Ja, sehr gut. Okay. Okay, jetzt sind wir hier. Also kommt jetzt hier gleich ein Gegner oder was? Du die Tür zuerst öffnen oder soll ich sie öffnen? Ich mach mal auf hier. Okay. Was ist da an der Decke? Was ist das denn? Hä? So eine Qualle oder sowas? Das ist ja voll eklig. Das ist ja übertrieben eklig. Guck mal, die niest auch die ganze Zeit die Qualle. Die ist echt am Niesen. Okay, warte. Dann werden uns wahrscheinlich gleich ganz, ganz komische Dinge erwarten. Ich hab sehr viel Angst. Ich hab auch sehr Angst. Oh Gott! Hier ist so ein Ding direkt! Wow. Pass auf! Aua! Pass auf! Er ist so direkt geholt.
Was ist das? Sehr gut. Sehr, was hast du bekommen? Ich weiß was nicht. Das war irgend so ein, keine Ahnung. Hab ich nicht. Schild oder sowas? Nee, das war anscheinend nur die Seele. Hier ist noch mehr. Da ist noch mehr von sowas. Da ist noch mehr. Hier hinter. Die sind mir gleich zu holen. Okay, hier. Aber kann ich nicht wir müssen gar nicht gegen die kämpfen. Guck mal, hier geht's schon weiter. Sehr gut. Bist du sicher? Sehr gut. Haben wir nicht irgendwas übersehen? Nein, die sind dahinter gefangen anscheinend. Oh, okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Okay. Oh Gott. Okay, was können wir uns hier craften? Was ist da in der Kiste? Ja, hier. Holz. Ein Boot wahrscheinlich, ne? Okay, warte mal, ich mach jetzt mal ganz kurz zwei Boote. Ich glaube, wir müssen unter Wasser atmen oder sowas, ne? Das Ding ist, also ich würde mich das sogar zutrauen, das zu schwimmen, aber ich weiß, dass wir es nicht schaffen würden. Nee. Okay, pass auf, ich hatte eine Idee. Wir können... Ja? Ja, das wird funktionieren. Und zwar hier, nimm mal auch eine Tür, weil ich glaube, unter der Tür können wir atmen. Wie soll es denn jetzt eine Tür atmen mit einer Tür? Niemals. Wie soll das Lass ausprobieren. So, wir sind jetzt hier. Okay. Und jetzt sind wir... Ja, guck! Oh mein Gott! Und hier kann man jetzt atmen. Du hast ja schon direkt platziert. Ja, guck mal. Oh Gott, okay. Jetzt müssen wir schön weiter schwimmen. Ja. Schön weiter schwimmen. Oh Gott, ist das dunkel hier drin. Oh mein Gott, ich erkenne gefühlt gar nichts. Ich erkenne auch nichts. Ich mache hier gleich mal eine kleine Luftkammer. Mach jetzt hin. Jetzt, hier. Oh nein. Schaffst du es doch? Hier rein. Oh mein Gott, ich hatte eine Luftblase. Ich hatte auch noch einen. Oh, ich auch, oh mein Gott. Okay, lass hier vorne kurz weitergehen. Können wir die Tür da vorne aufmachen? Geht das? Ich glaube ja. Oder? Ja, es geht. Okay, sehr gut. Okay. Und rein. Oh Gott. Alter. Hä? Jetzt sind wir in so einem Unterwassertank hier. Ich glaube schon, das ist hier alles aus Bedrock. Und wir müssen... Ja. Ah, da können wir nicht... Geht hier, nicht, das dauert zu lange. Okay. Wir müssen durch die Wände durchgraben. Hier in der Kiste? Ein Hebel und eine Schaufel. Und 32 Gunpowder. Ja, wir können TNT selber machen. Dafür brauchen wir nämlich Sand. Oh, Den Sand baue ich mal ab hier. Okay, das ist clever. Dann machen wir alles ab jetzt hier, alles was geht. Wie war nochmal das Rezept für TNT? Weißt du das noch? Ja, weiß ich noch. Okay, dann droppe ich dir jetzt mal den Sand hier. 20 Stück haben wir. Dankeschön. Mal gucken, ob das reicht. Und es gab zwei verschiedene, ich glaube, musst du so machen. So ein X machen irgendwie, glaube ich, mit beiden, ne? So ging das. Nee, okay, dann war das andersrum. Ey, das dauert so lange, hier Stein abzubauen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall TNT. Ich glaube, ein TNT wird reichen oder so, ne? Ein TNT reicht, ja. Dann platziere ich das mal dahin. Ich mach den Hebel hin, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. 3, 2, 1, go! Oh nein! Oh Gott. Gib bloß weg, Kaspar. Geh bloß weg. Was, Alter? Lol! Oh nein! Was ist denn da? Den haben wir immer noch, den Hebel, ne? Sehr gut. Was ist denn jetzt hier gerade? Oha! Das scheint doch irgend so ein Part vom Gefängnis zu sein. Okay. Das ist auf jeden Fall echt richtig verrückt. Was ist das denn? Flammenwerfer! Ein Flammenwerfer und noch so ein Tank. Tankflammenwerfer, ne? Ja, sehr gut. Damit kann man jetzt einfach... Aua! Hör doch auf! Tut mir leid, ich hab ihn nur ausprobiert. Ich hab ihn nur ausprobiert, Mann, kurz. Was machst du denn? Das war nur ein Versehen. Das tut doch weh. Ich sehe gerade, dass die Flamme ja auch funktioniert. Das ist ja voll cool. Ja, natürlich funktioniert. Es ist ein Flammenwerfer, natürlich geht der. Ja, okay. Tut mir leid, auf jeden Fall. Okay. Dann lass mal gucken, was hier hinter der Tür ist. Und mal gucken. Wow, was? Nein. Nicht aufwecken. Ganz leise. Leise! Oh Gott. Okay, ganz vorsichtig. Lass ganz leise außen an dem vorbeigehen. Aber guck mal, der bewacht ja die Tür da drüben. Siehst du das? Der bewacht da irgendwas anderes. Siehst du, was er da hat? Er hat irgend so ein... Der hält da irgendwas in der Hand, sehe ich. Lass mal gucken, was das ist. Ich will das... Warte mal, ich nehme mir das jetzt mal ganz kurz, okay? Oh, okay, nimm dir das. Meins. Hallo. Und... Oh Gott! Nein! Was ist das denn? Oh mein Gott! Alter, bist du voll? Es geht auf mich! Au! Schlag es! Mit Schwert! Ich bin eingefroren! Er haut mich! Bleib ihn an! Flammenwerfer! Lauf weg! Ey! Der hat mich gerade eben eingefroren. Oh mein Gott, so. Pass auf! Nein, er fliegt schon wieder ein! Das ist so ein Vierteil! Ich hau ihn! Au! Oh Gott, Alter, das ist richtig verrückt. Guck mal, das hat kleine Beine! Schön klein und... Au! Okay, warte. Oh Gott! Was haut der so mit rum? Ja, ich geh mal hinten ran! Oh Gott, nein, er macht irgendwas. Er hat gerade was gemacht. Oh Gott, ich hau ihn ein! Ich fliehe wieder ein! Oh Gott. Aua! Oh mein Gott, der schlägt hier wirklich wieder wild um sich. Hier, Flammenwerfer! Oh Gott, das Ding ist echt... Hau ab jetzt! Er brennt, wir müssen nur Eis mit Feuer bekämpfen! Ich lauf weg! Er kriegt mich trotzdem! Sehr gut, ich hau weiter auf, Flammenwerfer! Komm, letzten Schläge jetzt hier! Bam! Und... Bam! Ja! Oh. Ist es
Ist es K.O.? Alter, ja, guck dir mal hier dieses Monster an, Bro. Hä? Warte mal, was ist das? Gedroppt? Was hat er gedroppt da? Was ist das? Hier ein Eiskristall. Wow! Hä? Ich kann nicht damit einfrieren, hey, oder? Aua! Aufhören! Nein, aufhören! Guck mal. Aufhören! Ich kann nicht damit einfrieren. Oh nein, pass einfrieren. Auf! Das brennt hier jetzt alles ab, Kaspar. Oh nein, du hast recht. Oh oh. Oh Gott, Gott, schnell raus, schnell raus, es brennt, schnell raus. Alter, was? Wir haben Feuer gelegt. Auf. Schnell. Dann, hier lang. Leute, das ist der komplette, das Gefängnis in die Luft gehen, ne? Oh Gott, oh Gott, schnell raus hier, wir haben nicht mehr lange Zeit. Ganz viel TNT in der Kiste. Okay, du müsst jetzt hier schnell rausgehen. Oh mein Gott, Kaspar. Hier nach oben? Oh Gott, oh Gott. Das ist gerade gar nicht gut, was wir gerade gemacht haben. Oh Gott, ey. Die suchen uns auch, ich höre doch auch die Sirenen. Schnell, wir müssen alle Beweise vernichten, Kaspar. Oh Gott, schnell. Alle Beweise vernichten. Das alles Schaf! Okay. Nein, ich hab das Schaf angezündet. Nein, nicht das Schaf. Oh Gott, okay, du kommst schnell, weg hier. Lauf weg. Wir sind hier mit dem Dorf. Lauf weg. Hier wohnen die Wärter. Yeah. Wo sie nicht sehen. Lauf weg, so schnell wie du kannst, Kaspar. Pass auf. Oh. Ich komm. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, Kaspar, oh mein Gott. Er kommt. Der Tsunami kommt. Oh mein Gott, was sollen wir jetzt machen? Ich weiß auch nicht. Wir müssen eine Base bauen. Oh mein Gott. Du sagst es. Aus was? Aus. Was ist hier drin? Okay. Anscheinend den krassesten TNT. TNT, was haben wir hier alles? TNT mal 500, was? Bro, was? Hellfire TNT Ocean mal 2. Okay, komm, wir fangen erstmal an mit dem normalen. Okay. Und dann würde ich sagen, eine Base also. Eine kleine Grundbase bauen wir uns hier erstmal, ne? Irgendwie sowas? Oh Gott. Ja, sowas hier. Okay, und dann das hier passt, noch das passt. Eingang. Hier machen wir so. Okay, alles klar. Sehr gut. Okay. So, und die Grundbase, an die müssen wir uns jetzt halten, oder was? Ja, die machen wir, die nehmen wir jetzt. Also, wenn wir hier halt so ein bisschen höher bauen, jetzt nehme ich mal das nächste TNT. Was soll das jetzt sein? Alter, das ist richtig krass. Ich nehme jetzt so ein Ocean. So ein Spider-Man. Hier das Schnee-TNT, weil es auch gerade draußen schneit. So, ja, okay. Hier. Aber bei dir vielleicht, bei mir gerade nicht. Ja, weiß ich auch nicht, ob es bei mir schneit. Keine Ahnung, ich habe nicht rausgeguckt. Perfekt. So, ja, okay, das passt. Okay. Jetzt haben wir Hälfte blau, Hälfte weiß. Aber du hast es ja breiter gemacht, sehe ich gerade, in der Luft. Ja, aber nur aus Spaß, nur ein. Das ist aber nicht schlimm. Okay. Dann nehme ich jetzt mal das Feuer-TNT. Genau, immer das Feuer-TNT jetzt. Okay, und ich schnapp mir das TNT mal 20. Oh. Oh mein Gott, ey, ich will nicht wissen, was passiert, wenn man das hier hochjagt. Also wenn alle Stränge reißen, ne, wenn das ja. hoffentlich irgendwie zu sehen ist. Dann zur Not, ne, wenn er herkommt, ich zünd das TNT. Das ist mir egal. Willst du wirklich zünden? Bro, dann geht mein Spiel kaputt. Das brennt alles ab. Dann geht das Spiel halt kaputt. Das ist dann leider so, bist du verrückt? Bist du komplett verrückt oder was? Ich mach einen kompletten Boden aus noch TNT. Ah ja, genau, mach mal, ja. Hier auch nochmal so. Ja, wenn wir das alles ein bisschen entspannter haben jetzt hier. Wir brauchen auf jeden Fall ganz wichtig auch Wellenbrecher, ne? Also wenn jetzt die Wellen kommen sollten von dem Tsunami, dass wir da irgendwie ein bisschen brechen können. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. So, das heißt hier ein bisschen blau noch mit rein. Ich habe jetzt gerade, was ist das für ein TNT? TNT mal 5 ist auch noch auf dem Boden. Ich habe jetzt gerade TNT Cubic, was auch immer das sein soll. Ey, aber mach bloß hier jetzt gleich keine Faxen mit dem Feuerzeug, ne? Na, oh mein Gott, wenn das hier hochgeht, Bro, dann ist vorbei. Wenn ein TNT gezündet ist, es gibt kein Zurück mehr, ne? Aber mich würde schon gern interessieren, was passiert, wenn man das anzündet, ne? Und vor allem, was es auch für alles für TNT sind. Da hast du schon recht, ne? Ich habe jetzt hier noch ein TNT mal 500. Mal 500, was? Oha, okay, warte, ich helfe dir ein bisschen. So. Ja, danke, sehr gut. Okay, dann mal schon mal hier. Ich mache schon mal so ein paar TNT-Wände hier drin, ne? Dass wir Ich mache, glaube ich, gleich schon mal einen TNT-Geheimraum. Ja, genau. Hier ist Badezimmer. Hier wird Badezimmer sein. Badezimmer, sehr gut. Wir brauchen auch. Wir brauchen vor allem auch ein TNT-Dach, ne, später. Ja, stimmt. So, TNT-Dach ist natürlich auch nicht schlecht. So, hier wird auf jeden Fall das Badezimmer. So, wo man auf jeden Fall dann hoffentlich noch drin bleiben kann. Dann, ich hoffe auch. Spiral-TNT, was soll das denn sein? Warte mal, die stelle ich schon mal so als bisschen Wellenbrecher hier außen auf. Dann mach schon ein paar Wellenbrecher weiter, hier wird schon mal weitere Wände hingemacht. Kommt der schon, der Tsunami? Nee, alles gut. Stimmt, bisher da hinten noch nicht. Nee, alles in Ordnung, Nicht, dass ich wüsste. Hier auch noch Ich gehe mal wieder nach oben. Ich mache jetzt nochmal eine weitere Schicht. Und zwar mache ich das Drilling-TNT. Drilling-TNT? Was? Oh mein Gott, das bohrt. LOL, ich habe hier gerade ein TNT platziert, auf einmal ist der See zugefroren. Was? Was soll das denn? Ich habe da einen TNT drin platziert, aber nicht angezündet oder so. Auf einmal geht der See zu, voller Eis. LOL, das Wasser hat einfach Respekt vor diesem TNT gehabt, ne? Nuklear-TNT, Bro! Was?
Glaubst du, der Tsunami könnte das TNT entfachen? Nee, ne? Glaub nicht. Ich meine, das ist ja eigentlich Wasser. Wie krass sieht das bitte schon aus, das Nuklear-TNT? Ja, safe, das ist so gelb. Das so, sieht nicht aus, als wäre... Ey, was ist denn... Warte mal, was ist denn das für ein Ding? Okay, warte mal, ich habe jetzt gerade eins. Ich glaube, wenn ich da jetzt eine Schicht mache... Okay, ich mach mal ganz pass bloß auf, nicht, dass du jetzt hier irgendwas anzündest oder so. Das guck mal. Das wäre gar nicht gut. Was ist... Jo, LOL. Das ist so ein Regenbogen-TNT. Wie cool sieht das aus? Hä? Aus so Wolle. Oh mein Gott, wie das aussieht, richtige Disco jetzt hier. Alter, aber andere Disco. Ich mache hier mal mein kleines Büro. So, hier... Ich mache hier meinen kleinen Schutzraum. Hier auch nochmal so. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Was soll das für eins sein? Annoying TNT, also nerviges TNT. Nerviges TNT? Was soll das denn sein für eins? Das nervige TNT. Okay, zack, zack, zack. Einmal hier, schön. Ja, ich würde sagen, lass uns, wollen wir das so ein bisschen in der Iglo-Form bauen? Also jetzt schon mal ein enger werden, ja, ne? Ja, wäre nicht schlecht, dass man, ja doch, man machen, ne? Ich verstehe, was du meinst. Ja, okay. Genau, also dass man sozusagen jetzt ich einen weiter drüber. Ich habe jetzt ein Hellfire TNT. Das machen wir auch einmal alles hier ein bisschen weiter zu oben. Ja, du hast recht, gute Idee. Hellfire, ist das nicht so, ist das nicht so ein Angriff von so einem Flugzeug? Nee, ist so ein Höllenfeuer, glaube ich, oder nicht? Vielleicht können wir auch einfach davor schon so ein, zwei TNTs zünden, bevor der Tsunami kommt. Oh Gott, okay, okay, mal zum Ausprobieren. Ja, zu schlimm sein wird dann. Oh mein Gott, das können wir ruhig machen, dann zu crazy werden. Ich habe hier das Honey-TNT, das Honig-TNT. Okay. Soll das dann alles mit Honig füllen oder ich, was? Ich hab, oh mein Gott, ich hab hier oben jetzt ein TNT mal 100, das sieht aus wie eine Karotte. Mal 100? Oh, aua. Ja, wie viele TNTs oben gibt es hier? Ey, wir haben so viele TNTs, das ist nicht die normal. Sind vor allem, oh Gott, die sehen vor allem alle voll krass aus. Ja, ja, die sehen alle richtig krass aus. So, hier nochmal alles voll machen, Leute. Ey, das ist, wie das ausschaut jetzt gleich, ne? Oh mein Gott, was ist das für eins? Timer TNT. Okay, also das braucht anscheinend ein bisschen, bis es hochgeht. Ich gucke nochmal, was ich hier bei mir in der Kiste drin habe. Ja, ich habe noch... Gravity-TNT und sowas, ne? Gravity-TNT. Feuerwerk, krass, Alter, was ist denn das? Alter, was ist hier denn ein bisschen alles? Hunger, Mimik. Hier, warte, ich nehme mal ein paar noch mit. Floating, das sieht auch cool aus. Alter, wir haben so ein krasses Iglo schon. Ich hoffe, dass die Base auf jeden Fall standhalten wird. Ich hoffe auf jeden Fall auch. Also die Wellenbrecher sind vorne auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Ne? Ja, nicht verkehrt. Kann man auch ein bisschen ausbauen, ne? Mach ich gerade. Ich baue mal ein paar aus. So, zack. Freeze-TNT? Und das schwimmende TNT. LOL. So, dann hier kommt nochmal so ein bisschen Gravity-TNT. Das wird so krass an. Hier einfrieren. Hier nochmal zwei nehmen. Und damit vielleicht den Tsunami auch einfrieren. Das wäre auch krass. Hier lang. Tsunami einfrieren? Oh, ich guck gerade mal. Alter, der Baum steht noch. Leute, lasst mal ein Like da. Sollen wir mal eine Folge machen, wo wir versuchen, den Tsunami mit verschiedenen Sachen aufzuhalten? Boah, das ja, Mann. Das wäre auch krass. Ey, das wäre cool. Oh mein Gott, das wäre richtig cool. Okay, unser Iglo ist besiegelt. Wie das aussieht. Digga, was? Das sieht Oh mein Gott. Das sieht richtig so krass aus, ne? So ein Riesenturm einfach. Ich guck mal, dass wir innen drin... Ich würde ja gerne eine Fackel platzieren, ne? Aber ich hab ein bisschen Angst. Nein, mach bloß nicht. Mach bloß nicht. Ich mach auf jeden Fall das Freeze TNT, das mache ich hier auch noch. Ich mach das Ganze hier nochmal ein bisschen voll von innen drin. Ja. Mit so ein paar TNTs. Hier auch nochmal ein bisschen. Damit wir auf jeden Fall nicht nur gefühlt nur so eine Wand oder sowas haben, ne? Sondern richtig so. Stimmt. Fett, extrem so dagegen. Was nehme ich denn noch? Hier auch in coolen Farben und sowas, ne? Das ist so. Das Nuklear TNT. Damit werden wir nochmal schön auf. Hier ist ein Loch drin. Hier ist auf jeden Fall kein Loch irgendwo drin sein. Ja, stimmt. Hier auch nochmal. Weil wir sonst ein Problem haben. Ja. Warum ist das hier so hell? Was ist das? Nicht, dass da Lava ist unterirdisch. Nee. Das wäre ganz schlecht. Das wär also manchmal sehr war schlecht. Das ja gerade ein bisschen... Okay, hier auf jeden Fall unser einer Raum. Hier ist die Toilette. Ja, okay. Hier auch noch ein paar andere Dinge. Ocean TNT? Hä? Okay. Okay, warte, ich mache jetzt mal hier richtig fett davor so einen Brecher hin. Oh Gott, mit dem Mund. Ich habe ihn da hinten gerade schon mal spülen hören oder so. Ach, bitte nicht, bitte nicht. So, jetzt hier. Noch alles safe. Der wird komplett dem TNT auftreten. Ey, ich glaube, wir müssen höher werden. Ich glaube, wir sind noch zu niedrig. Ich baue oben mal einen kleinen Turm. Ja, bauen wir mal so einen kleinen Spitzenturm. Okay, ich habe jetzt hier so ein kleines Ding gebaut mit so ganz vielen Mündern, wo der dann vielleicht schon mal den TNT so aufsaugen kann. so schwammartig. Okay, sehr gut. Ja, oder eher so durstartig. Oder durstartig, okay. Ich mach mal hier, ich mache jetzt einen richtig coolen Turm, einen Aussichtsturm. Klein. Okay, sehr gut. Ich sehe gerade, hier ist nämlich noch einmal, genau, hier war noch ein Loch und hier ist auch noch ein Loch. Alles. Okay, jetzt ist schon hier dunkler hier drin. Oh mein Gott, Bro, das ist so viel TNT. Wenn das hochgeht, Alter, was sollen wir hier alles, dann kannst du das doch, dann ist alles kaputt, die ganze Welt explodiert. Das macht unseren PC kaputt. Safe, das brennt und qualmt und ich höre es nur noch zischen. Ja, wir haben auch ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Ich hab echt ein bisschen Respekt davor. Ja, safe. Soll ich noch irgendwo mehr TNT? Okay. Hier, Annoying TNT. Ich will mal ganz kurz wissen, was dieses Annoying TNT ist.
Ja, aber jetzt nicht in der Nähe zünden, ne? Nicht, dass das einen ganzen Chunk explodieren lässt oder so. Ja, ja, du hast recht. Oder okay. Dich verfolgt. Es kann auch nicht, dass es dich verfolgt. Deswegen lauf nicht zur Base. Okay, warte, ich gehe ganz kurz zu dem Dorf da vorne hin. Zu den armen Leuten. Obwohl, nee, ich habe Angst. Ich zünd das nicht. Zünd lieber nicht? Okay, ich zünd ja, das nicht, lieber nicht. Nicht, das wäre auch aber deine Schuld gewesen dann. Unsere Base sieht echt krass aus gerade, ne? Ich muss sagen, sieht sehr, sehr krass aus. Ich mache hier auch schön weiter so ein Leuchtturm. Es hat auf jeden Fall gerade was. Also es sieht echt geil aus. Und der, war das der See hier, der so zugefroren ist, oder was? Ja, genau. Auf einmal, Bro, ich stehe drauf, auf einmal friert er einfach zu. Okay, dann kriegt er als Strafe von mir das Gravity-TNT oben drauf. Das war sie. Okay, hier nochmal. Ich weiß nicht, reicht das an der Höhe schon? Kannst du mal von außen gucken? Ist der Turm hoch genug? Yo! Okay, das ist auf jeden Fall ein krasser Turm hier. Okay, also, wenn die Base uns nicht helfen sollte, dann ja hoffentlich oben der Turm. Können wir hier immer noch hoch in den Turm gehen? Guck mal, was habe ich noch mit TNT? Ich glaube, ich bleibe hier oben, wenn der Tsunami kommen sollte. Und Lightning. So, Lightning. Und Lightning Schnee. Zündet das ja auch. Ja, Lightning zündet ja auch TNT. Schnee und Freeze. Also ich mache jetzt ganz kurz mal hier vorne hin. Ja. Ganz viele so, einfach so, dass es vielleicht das Aufsaugt. Ich habe auch fast schon keine TNTs mehr, sehe ich gerade. Ne? Ist einfach schon als aufgebraucht gleich. Ich habe richtig viele. Hier so ein paar Freeze-Dinger, Leute. So, schön, zack, den zack, Turm höher bauen. Bam, bisschen bam, Schnee bam, noch daneben, dass er auch nicht irgendwie einfach einfriert und vor uns stoppt. Ist ja auch nicht schlecht. Stimmt. So. Hier, okay. Der Boden ist Lava, ne? Bloß nicht den Boden berühren. Stimmt. Hier machen wir das hier noch hier oben. So schön poppiges Blau. So, bam. Dann haben wir noch Vaporize, okay. Oder den vielleicht irgendwie das, entfernt also oder sowas. Ich bin sehr zufrieden, aber ich komme hier nicht runter. Hast du ein Wasser? Warte mal, in meiner Kiste ist ein Wasser. Ich habe einen Wassereimer. Alles ja, gut. Du musst einen Wassereimer haben. Und ich komme runter! So, wow. Warte. Zack. Warte mal, ich hätte lieber den Wassereimer nehmen sollen und da oben platzieren sollen. Machen wir noch Lightning. Komm mal wenigstens mal gut hoch. Oh, na komm schon, Wasser bitte, ja. So, okay, so, sehr gut. Zack, hier auch nochmal im Wasser ein bisschen was voll machen. Also ich habe jetzt gerade so viel noch hinplatziert hier vorne, ne? Sehr gut, ja, ich mache hier nochmal Wasser hin, zack. Nein, ich habe aus dem TNT gezündet. Nein, hast du echt? Ich wollte Steak essen. Bro! Es ist alles zu schnell geworden. Oh mein Gott, Alter! Es ist gerade alles zu schnell geworden. Alter, hast du Glück gehabt! Jetzt hör auf damit! Ey, ich wollte nur mal, ich wollte auf mein Dings, auf mein Fleischstück gehen, ne? Und ich habe Rechtsklick halt gedrückt. Gott, Alter! Guck mal, da liegt jetzt gerade voll viel Schnee. Ich sehe das. Das war voll das krasse TNT. Das war ja ganz schön krass. Aber ich bin froh, dass es nicht alles andere gezündet hat. Boah, alles Alter, das hätte jetzt gerade echt unsere komplette Base zerstört. Okay, komm, ich würde sagen, lass uns oben auf den Tower gehen. Da kommt doch auch gerade eine Tsunami-Meldung. Ja, er müsste jetzt jede Sekunde kommen. Du hast recht. Okay, hoch, schnell. Hast du das Wasser hier platziert? Ja, genau, da können wir hoch. Oh okay, Gott. Oh mein Gott. Warte. Und hoch hier. Yeah. Schön hochschwimmen. Wow, wie schnell man ist. Alter, man ist ja extrem sehr schnell. Sehr gut. Ne? Man ist echt extrem schnell. Ey, wir sind so weit oben. Ich mache hier nochmal so einen kleinen Schutzwall hin. Ich hab irgendwie, mach nochmal so einen Schutzwall hin. Ja. Ist es eigentlich hohl? Oh mein Gott. Wir können da voll tief runterfallen, ne? Ja, zur Not, falls irgendwie, weißt du, falls wir... Ah, okay, zur Not, okay. Okay, ich verstehe. Okay. Ja, dann warten wir mal kurz. Die Meldung, der müsste jetzt jede Sekunde kommen. Die müssen wir gleich jede Sekunde sehen da vorne. Oh Gott. Alter. Vielleicht sind meine Chunks auch einfach zu niedrig. Ich mach meine Chunks mal ruhig ein bisschen höher. Auf so 24 Chunks. Oha, was ist das Grüne da vorne? Nein. So, was siehst du da? Oh mein Gott, der Tsunami kommt. Kommt der? Der Tsunami der kommt da von da vorne, sehe ich gerade. Von wo? Der bereitet sich direkt vor uns. Der ist voll schnell und voll groß. Bro, ich sehe nicht. Ich sehe noch nicht. Ich habe die Chunks nicht weit genug. Ich mach die Chunks auch wieder weiter runter. Oh mein Gott. Bei mir sehe ich ihn noch nicht. Oh Gott, du wirst es gleich sehen, Kaspar. Du wirst es gleich sehen. Ich habe Angst. Oh, ich habe auf 16 gestellt. Jetzt sehe ich ihn auch langsam. Ich sehe ihn noch nicht da hinten, aber... Von wo kommt der überhaupt? Oh mein Gott! Ja. Oh mein Gott, Leute. Wie groß ist der und wie schnell ist der? Was haben wir da für Babywellenbrecher? Warum ist der so krass? Weiß ich auch nicht! Oh mein Gott, ist der groß! Der ist so groß! Hast du Feuerzeug? Könnten wir die Base zur Not in der letzten Sekunde zünden? Wir können die zur Not in der letzten Sekunde zünden. Oh mein Gott, Bro! Wie sollen wir so einen Tsunami überleben? Ich weiß nicht. Erklär mir das! Hoch! Wir müssen höher! Wieso machen wir nichts? Wieso machen wir nichts? Mach einfach eine Sache. Einfach ein! Einfach ein! Ich hab nur noch einen Stack! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott, ist der groß! Bro, das ist der größte Name, den ich jetzt gesehen habe, Alter! Der ist ja 10-mal größer! Als was weiß ich was! Aber der wird doch unsere komplette Base zernichten! Oh nein! Guck mal, selbst der Berg da unten! Selbst dieser Berg da unten macht einfach
Alter. Was? Der wird komplett geflutet, der wird verschlungen. Alter. Der wird komplett verschlungen. Wir bauen eine kleine Base. Der ist höher als die Wolken schon fast. Oh mein Gott, das stimmt. Der ist auf der Höhe der Wolken. Okay, warte mal. Alter. Ich glaube, ich gehe jetzt so hoch und springe ins Wasser und zünde einfach um den TNT. Oh mein Gott, okay. Bist du sicher, dass du zünden willst? Das Ocean TNT. Nee, dann zünd das andere. Zünd meins. Hellfire. Was denn? Das müssen dann auch die anderen zünden. Jetzt sind das vielleicht auch schon ein bisschen, weil es so viel ist. Ja, ich weiß. Okay, wir sind über ihm. Alles gut. Aber alles Bro, gut. Der sieht mir zu gewaltig aus. Hey! Hey, Bro! Ich mach die Base hier nochmal ein bisschen größer. Oh, mach du mal. Oh Gott. Was ist los? Wo bist du? Ich grab jetzt hier nach unten. Ich grab mir jetzt hier einfach. Grabst du nach unten? Okay, warte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh. Okay. Wo kann ich runter? Wir müssen Selbstzerstörungsmodus aktivieren. Bist du bereit? Da kommen die Wellen. Warte. Oh. Sollen wir schon zünden, das TNT? Ich weiß es nicht. Eine kleine Spur oder so. Gott, ich zünde. Und dann aber weglaufen, Ich hab's gezündet, oder? Lauf! Ich hab's gezündet! Oh lauf! Lauf! Oh mein Gott! Hä? Oh Gott. Passiert was? Es wird auf jeden Fall etwas passieren. Es passiert irgendwas. Lauf einfach. Ich muss mein Steak essen. Oh mein Gott, der Riesen-Tsunami. Mein Steak wird nicht gegessen. Meins auch nicht. Das Spiel brennt. Mein Computer brennt. Oh Gott. Da ist brennt noch. Oh nein. Noch? Oh nein. Guck, die TNTs. Die TNTs. Nein. Die fliegen überall hin. Oh Gott. Nein. Was? Schnell ist dein... Ist dein Dingens! Bro, es lädt! Ich hab einen FPS! Ist dein Steak! Ich hab einen FPS! Ich nicht, mir geht's eigentlich gerade. Alter! Oh mein Gott, ich kann gar nichts mehr sehen! Was passiert? Ich hab auch einen FPS! Bro. Was passiert hier gerade, Leute? Yo, wie viele TNTs kommen da noch? Was? Alter! Bro, ich seh gerade über 1000 TNTs! Ich seh gerade über 1000 TNTs! So viel Sand und Gravel und sowas! Sand! Ja, Sand ist das! Stimmt! Hä? Alter! Oh nein, die landen alle auf uns! Oh mein Gott, bei mir bist du draufgegangen! Nein, bei mir lebe ich noch! Ich hab ein Leben noch! Hä? Ich sag mir, hier brennt gleich irgendwas! Ich hab Wasser parat! Hier brennt doch gleich alles ab! Alter, das ganze Dorf brennt gerade sich! Okay, wir machen jetzt etwas. Ich werde jetzt aus der Welt rausgehen und dann gehen wir wieder rein. Dann gucken wir uns an, was danach übrig ist. Mein Skin ist sogar weg. Okay, sie lädt bei mir wieder. Mal gucken, was uns erwarten wird. Nee, also keine Chance. Boah, wie das aussieht, Alter. Also das ist keine Chance. Die Welt ist kaputt, Bro. Da können wir nicht mehr rauf. Das hört nicht auf. Man hört die ganze Zeit Donner. Aber wir haben den Tsunami hoffentlich aufgehalten. Das war's gewesen, Freunde. Komplettes Game kaputt gemacht. Wer davon noch mehr sehen möchte, checkt auf jeden Fall hier dieses Video aus. Einfach raufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.